Hallöchen, heute gibt es meine gelesenen Bücher für den Monat Mai. Im Mai habe ich drei Bücher gelesen. Ich wollte viel mehr schaffen. Wenn ihr euch angeguckt habt, wie meine Leseliste aussah, ja, gut, manchmal kommt das Leben dazwischen und das war auch in diesem Fall wieder das Problem in Anführungszeichen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit im Mai, also gar kein Thema, trotz Corona, trotz. Ja, noch Ausgangsbeschränkungen und Vorschriften, Gebote, wie auch immer. Und Maske etc. pp. Habe ich trotzdem ja schon ein bisschen mehr erlebt als im April. Und das heißt, ich habe meine Zeit nicht nur genutzt, um zu lesen, sondern auch ganz andere schöne Dinge gemacht oder auch angefangen, verschiedene Projekte, die ich euch dann irgendwann mal im Laufe der Zeit auch erzählen werde und kann. Und deswegen. Drei Bücher. Kurzer an dieser Stelle noch erwähnt, es geht jetzt gerade bei mir so Ende Mai, Anfang Juni wieder los mit mehr für meine Arbeit, so ein paar berufliche Herausforderungen, die ich aber sehr schön finde und auf die ich mich sehr freue. Und die nehmen natürlich auch ein Stück weit Zeit und Energie in Anspruch. Das heißt, keine Ahnung, wie dann der Juni läuft. Ich werde mal gucken, dass er nicht ganz so desaströs verläuft wie vor 2 Jahren. Da war ja dann absolute Flaute. Ich hoffe nicht. Es erscheinen ja auch noch ein paar sehr schöne Bücher, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, das wird alles. Wir starten mit dem Buch, das ich Ende Mai, Quatsch, Ende April schon fast gelesen hatte. Also, ich glaube, gut zur Hälfte durch hatte. Ich glaube. Cinder und Ella von Kelly Oram. Dieses Buch habe ich bereits, es ist fast, naja, fast beißt sich sogar. Es ist das Buch, das ich im letzten Jahr schon mal gelesen habe. Ich habe es jetzt nochmal gelesen, weil ich direkt danach Teil 2 lesen wollte. Habe ich bisher noch nicht getan, werde ich jetzt dann aber im Juni tun. Und zwar geht es da um die Geschichte von Cinder und Ella, die sich kennenlernen auf verschiedenste Art und Weisen, die herausfinden, dass, also Ella Mara findet heraus, dass Cinder eigentlich Brian ist und Brian ist ein sehr bekannter Schauspieler, ein, ja, wird umschwärmt von den Medien, von der Presse, von Paparazzi, aber eben auch von ganz vielen anderen Mädels natürlich. Und Ella hat so ihre eigenen Probleme, denn zu Beginn des Buches erfahren wir, dass sie einen sehr schweren Unfall hat, bei dem auch ihre Mutter stirbt und sie aber auch äußerliche Narben davon trägt. Das heißt, die Geschichte ist nicht nur locker, luftig, leicht, flockig, märchenhaft, sondern sie ist durchaus auch sehr realitätsnah oder gespickt mit diversen Hindernissen und Stolpersteinen. Ich finde, sie ist wunderschön erzählt und auch diesmal wieder sind die, ich weiß es gar nicht mehr, über 430 Seiten verflogen. Das heißt, Kelly Oram kann es einfach. In der Zwischenzeit, im Mai, um genau zu sein, ist auch schon ihr neuestes Werk erschienen. V is for Virgin oder so ähnlich ist der Titel. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Das wird dann irgendwann nach der Cinder und Ella-Geschichte bei mir einziehen und hoffentlich meinen Geschmack auch treffen, so wie Cinder und Ella. Dann ist bei mir ein kleines Büchlein noch eingezogen. Das habe ich gar nicht erwähnt, glaube ich, bei den Neuzugängen. Ich habe es geschenkt bekommen und zwar sehr unerwartet. Also überhaupt nicht mit Anlass oder dergleichen. Das heißt, die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt von Bas Kast. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein absoluter Fan von Bas Kast, weil ich weiß, er hat so einen Ernährungskompass oder dergleichen geschrieben und bin da so ein bisschen anderer Meinung. Aber in diesem Buch, finde ich, hat er seinen Job gut gemacht. Er ist, ich weiß gar nicht, wie er sich selber nennt, Journalist. Also er hat Psychologie und Biologie studiert. Er wollte eigentlich Hirnforscher werden, bla 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 bla. Freier Autor in Würzburg. Ja, also er ist eigentlich so ein bisschen Journalist eher. Kommt da zumindest her. Und ja, mittlerweile eben aber auch Autor. Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. Es ist wirklich gut geschrieben, muss ich sagen. Kann es gar nicht anders sagen. Hinten drauf steht die Liebesformel, Ausrufezeichen. Warum verlieben sie sich? Was macht uns attraktiv? Wie verführt man? Was ist das Geheimnis glücklicher Paare? Und ja, es werden hier einige Dinge aufgezeigt, die sowohl in Studien belegt sind, als auch eben so ein bisschen was herausgefunden wurde, einfach Studien, die kombiniert werden und so weiter. Ja, und so ganz, ganz viele, ich sag mal, doch auch durchaus praktische Tipps gegeben, wie Beziehung funktionieren kann oder auch wie man sich selbst präsentieren kann, was einen zusammenbringt, was Eifersucht ist, was einen aber auch auseinandertreiben kann und aber auch was einen zusammenhält. Ich finde, man kann sich das durchaus angucken, wenn man daran interessiert ist, sich mit Liebe zu beschäftigen, damit wie das funktionieren kann, wenn man vielleicht auch an seine eigenen Grenzen stößt und die eigenen Gedanken sich immer nur noch im Kreise drehen darüber und man nicht mehr so richtig viel Neues hat, dann ist das ein guter Input
für neue Denkanstöße, Sichtweisen, Perspektiven. Für mich war es vor allem, wie gesagt, ein sehr überraschendes, sehr, sehr schönes Geschenk. Wer das Video zur ABC-Challenge gesehen hat, der weiß, dass nach A wie Anatomie der Wolken und B wie Blackout eigentlich C Cinder und Ella 2 käme. Ich habe Cinder und Ella 1 gelesen, Cinder und Ella 2 noch nicht. Derjenige weiß dann aber eben auch, dass danach kommt D wie Dienstags bei Mori und das habe ich gelesen. Ich wollte eigentlich Cinder und Ella eben auch lesen und eigentlich der Reihe nach alles lesen. Hat nicht funktioniert. Mitch Album, Dienstags bei Mori. Ich weiß, das sind zwei R drin, ich sage trotzdem Mori. Ist jetzt so mein Titel. Die Lehre eines Lebens habe ich gelesen und geliebt. Ich kann Mitch Album nur jedem absolut ans Herz legen. Jeder, der sich nur ein Fünkchen, nur ein winziges Fünkchen mit Themen wie was ist im Leben wichtig? Wo ist der Sinn? Mit so ein bisschen Philosophie auseinandersetzt, der sollte Mitch Album lesen. Jedes seiner Bücher. Ich habe bisher, das ist das zweite von ihm, das ich gelesen habe, nur zwei gelesen. Ich habe hier auch noch eins stehen, das ist ungelesen. Es ist wahnsinnig toll. Es ist so toll geschrieben und es vermittelt so, so tolle Dinge. Ich habe immer wieder, für diejenigen, die mich näher kennen, die haben das mitgekriegt, ich habe immer wieder Zitate daraus in meinen WhatsApp-Status gepackt und manch einer mag das nervig finden und überflüssig. Ich habe mir gedacht, der, der es lesen möchte, der liest es und hat vielleicht seine Freude daran. Es waren so, so viele tolle Sätze drin. Ich werde es bestimmt auch nochmals lesen, weil ich es so gut fand. Und werde es auch jedem ans Herz legen, der nur annähernd irgendwie etwas in der Richtung zu mir sagt oder ja in die Richtung geht. Die Geschichte an sich wird erzählt von einem Studenten und einem Professor. Der Professor bekommt eine durchaus härtere Diagnose und weiß dann auch, dass seine Lebenszeit begrenzt ist und auch ziemlich genau, wie lange das Ganze ungefähr noch geht und für ihn machbar ist. Er setzt aber daraufhin alles in Bewegung, um mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu sein, zu bleiben oder zu geraten und unter anderem auch mit einem seiner Studenten, seiner ehemaligen, der ihn dann dienstags besuchen kommt. Und die beiden werden dann zu Dienstagsleuten und sprechen über jedes mögliche Thema. Und es gibt auch eine Liste in diesem Buch, die fand ich sehr, sehr schön. Da hat quasi der Student sich aufgeschrieben, welche Themen wichtig sind für ihn. Über die sprechen sie dann auch unter anderem. Es geht natürlich auch immer mal wieder um die Krankheit. Es geht mal immer wieder darum, dass es dem Professor nicht besser geht, sondern natürlich immer schlechter geht. Es geht darum, dass die beiden so ein bisschen erörtern. Was ist denn gut fürs Leben? Was ist denn gut für die Seele? Worum geht es denn? Was ist wichtig? Bei den Punkten, die auf dieser Liste stehen, geht es zum Beispiel um Tod, um Furcht, Altern, Gier, Ehe, Familie, Gesellschaft, Verzeihen und ein sinnvolles Leben. Und das sind wahnsinnig tolle Themen, die ich generell sehr interessant finde. Man kann sich über jedes davon stundenlang unterhalten. Über meine Zitate, die ich zum Beispiel daraus genommen habe und in WhatsApp gezeigt habe, habe ich auch erfahren, dass letztendlich die Frau von meinem Cousin dieses Buch auch liebt. Und das hätte ich vielleicht sonst nie erfahren. Und auch da wieder finde ich das, was Bücher können, so, so wundert toll, dass ich für Bücher mich einsetzen kann und mir wünschen kann, dass jeder dazu findet, die passenden Bücher in sein Leben zu nehmen und daraus das zu ziehen, was er gerne braucht, was ihn weiterbringt. Und dieses ist eins, das, glaube ich, bringt viele Menschen weiter oder auch zusammen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Das waren sie schon, die drei Bücher, und damit ist auch dieses Video schon vorbei. Wenn ihr mögt, guckt gerne bei meinem letzten Video vorbei. Da geht es nämlich um ein Gewinnspiel und um ein ganz besonderes Datum. Lasst euch gesagt sein, ich bin so froh und dankbar über jeden, der hier gerade mein Video guckt und jeden, der mit dabei ist. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin lest schöne Bücher. Tschüss.